Volatilität beim Trading. Autor D. Seltsam Genzi. Bei den Anlegern und in den Fachmedien gehört die Volatilität zu den intensiv diskutierten Themen. Diese Kennzahl beschreibt die Schwankungsfreudigkeit im Kurs einer Anlage, zum Beispiel einer Aktie. Häufig wird diese Diskussion jedoch unpräzise geführt, da es leider nicht nur eine Art von Volatilität gibt. Eine genaue Differenzierung ist daher bei diesem recht komplexen Thema unerlässlich. Der folgende Beitrag soll helfen, die typischen Missverständnisse in diesem Kontext zu vermeiden. Betrachtet man den Direktkauf einer Aktie, spielt die Volatilität keine direkte Rolle, da zum Beispiel eine steigende Volatilität sowohl die Chancen auf hohe Kursgewinne als auch die Risiken von hohen Kursverlusten erhöht und somit keine Richtung angibt. Unser Fokus liegt jedoch eindeutig auf der Bedeutung der Volatilität bei der Bewertung von Derivaten. Bei unbedingten Termingeschäften wie Futures hat die Schwankungsintensität des Basiswertes keinen unmittelbaren Einfluss auf den Wert des Kontraktes. Hier ist das Risiko perfekt symmetrisch verteilt. Ein Euro Gewinn des Käufers ist ein Euro Verlust des Verkäufers und umgekehrt. Wenn man jeden Anleger nach dem Erwartungswert einer Aktie fragen würde, dürfte die Antwort jedes Mal anders lauten. Ganz anders ist das Risiko jedoch bei bedingten Termingeschäften wie bei Optionsscheinen verteilt. Die Chancen eines Callkäufers sind theoretisch unbegrenzt, da es für Aktienkurse keine natürliche Obergrenze gibt. Sein Risiko ist dagegen auf seinen Einsatz beschränkt, da er bei Fälligkeit des Calls nur bei Aktienkursen oberhalb des Basiskurses von seinem Recht, die Aktie zum Basiskurs zu kaufen, Gebrauch machen wird. Sollte die Aktie aber bei Fälligkeit auf oder unter dem Basiskurs notieren, kann er sein Recht einfach verfallen lassen. Der Verkäufer, Stillhalter des Calls, sieht sich allerdings bei steigenden Aktienkursen mit theoretisch unendlichem Risiko konfrontiert. Dieses ungleiche Risikoprofil gilt für Puts analog. Mit dem Unterschied, dass die Chance des Käufers bzw. das Risiko des Stillhalters den Basiskurs nicht übersteigen kann, da die Aktie aufgrund der Beschränkung des Verlustrisikos auf ihren Wert nicht unter Null sinken kann. Ein einfaches Beispiel soll die Konsequenzen dieser Risikoasymmetrie für Optionsscheine veranschaulichen. Doppelpunkt: Wir betrachten zwei fiktive Aktien, die Lovola AG und die Highvola AG. Beide Aktien notieren aktuell annahmegemäß bei 100 Euro. Am Markt wird jeweils ein Call auf beide Aktien angeboten. Beide Calls sind natürlich bis auf den Basiswert identisch ausgestattet. Beide haben einen Basiskurs von 100 Euro und sind genau in einem Jahr fällig. Nun sollen für beide Aktien jeweils 5 gleich wahrscheinliche, also je 20% Eintrittswahrscheinlichkeit, Fälligkeitsszenarien unterstellt werden. Dabei schwankt der Kurs der Highvola AG stärker als der Kurs der Lovola AG. Zu dem jeweiligen Aktienkurs bei Fälligkeit wird auch der Wert des Calls eingetragen, der dann dem inneren Wert entspricht, siehe Tabelle 1. Der Erwartungswert für den Aktienkurs bei Fälligkeit ergibt sich bei beiden Aktien als der durchschnittliche Kurs zu 100 Euro. Anders sieht es jedoch bei den Calls aus,
während der Call auf die Lowola AG auf einen Erwartungswert von 3 Euro gleich 0,2x 0 plus 0 plus 0 plus 5 plus 10 kommt, beträgt dieser für den Call auf die Highvola AG 6 Euro gleich 0,2x 0 plus 0 plus 0 plus 10 plus 20 an. Diesen Zahlen kann man erkennen, dass ein sonst identisch ausgestatteter Call auf die Aktie mit der größeren Streuung wertvoller bzw. teurer sein muss. Unser Zahlenbeispiel bezog sich auf die Fälligkeit und ist natürlich insofern zu stark vereinfacht, als nur 5 mögliche Kurse bei Fälligkeit unterstellt wurden. Zu meinen interessiert. Nun in der Realität der Optionsscheinwert. Auch während der Laufzeit. Zum anderen kann eine Aktie bei Fälligkeit jeden denkbaren Kurs annehmen. Da naturgemäß der Kurs der Aktie bei Fälligkeit nicht im Voraus bekannt ist, drängt sich die Frage auf, wie sich dieses unbekannte Ereignis in der Zukunft im heutigen Preis des Optionsscheines widerspiegeln muss. Obwohl unser Zahlenbeispiel der Komplexität der realen Welt SIM nicht gerecht wird, hat es uns gezeigt, dass für die Optionsscheinbewertung zwei Aspekte entscheidend sind. Welche Aktienkurse kommen bei Fälligkeit in Frage und wie stark ist die Streuung dieser möglichen Kurse? In der Statistik zieht man für solche Fragestellungen gerne Wahrscheinlichkeitsverteilungen, insbesondere die Sog-Normalverteilung heran, die durch den Erwartungswert M, griechisch μ-eckige Klammer zu, und die Standardabweichung S, griechisch eckige Klammer auf Sigma-eckige Klammer zu, beschrieben wird. Der Vorwärtskurs einer Aktie aus Arbitragegründen für alle Anleger am Markt. Wenn man jeden Anleger nach dem Erwartungswert einer Aktie fragen würde, dürfte die Antwort jedes Mal anders lauten. Hier wendet die Optionsbewertungstheorie einen kleinen Trick an und modifiziert die Fragestellung, zu welchem Kurs wären Sie bereit, die Highvola-Aktie, aktuell 100 Euro, in einem Jahr zu kaufen bzw. zu verkaufen? Zunächst wird jeder Anleger seinen Break-Even-Punkt suchen, das heißt, denjenigen Kurs bestimmen, der weder Gewinn noch Verlust bringt. Punkt. Wenn der relevante Refinanzierungsinsatz zum Beispiel 5% PA beträgt und die zugrunde liegende Aktie eine Dividende in Höhe von 3 Euro zahlt, wird sich der Terminverkäufer heute mit einer Aktie eindecken und hierfür einen Kredit in Höhe von 100 Euro aufnehmen müssen. Dies wird ihn 5 Euro an Zinsen kosten, aber er wird als Halter der Aktie in den Genuss der Dividende kommen, so dass er diese 3 Euro als Ertrag von den Kosten abziehen muss. Damit kommt er auf den Sog Vorwärtskurs von 102 Euro, von einer Diskontierung der Dividende sehen wir zur Vereinfachung ab den Aufschlag von 2% auf den aktuellen Aktienkurs bezeichnet man als die natürliche Drift der Aktie, Vorwärtsrendite. Dieser Vorwärtskurs der Aktie gilt aus Arbitragegründen für alle Anleger am Markt. Sollte der Vorwärtskurs höher notieren, werden Anleger die Position eines Terminverkäufers einnehmen, indem sie die Aktie auf Termin verkaufen und sich heute mit der Aktie eindecken. Bei einem unter 102 Euro notierenden Vorwärtskurs werden die umgekehrten Transaktionen ebenfalls für das Marktgleichgewicht sorgen. Wenn wir nun die absoluten